Herzlich willkommen bei Marketing Monk. Mein Name ist Christoph Schweiger und im heutigen Video sehen wir uns an, ob die große Inflation im Jahr 2021 jetzt kommt oder eben nicht, was Warren Buffett dazu sagt und vor allem, wenn die Inflation kommt, was du eben dagegen tun kannst. Ja? Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn du Fragen hast oder eben auch deine Meinung, schreib diese einfach unten in die Kommentare und gib dem Video ein Like, dass eben mehr Leute dieses wichtige Video eben sehen. Ja, ist ganz wichtig. Und ja, lass uns gleich eben beginnen. Schauen wir uns jetzt gleich einmal an, was hat eben Warren Buffett letztens bei seiner Konferenz eben zum Thema Inflation 2021 gesagt. Hören wir kurz mal rein. I will ask this question from Chris Free from Philadelphia and whoever wants to take this on stage. From raw material purchases by Berkshire subsidiaries, are you seeing signs of inflation beginning to increase? Let me answer that, then Greg can give more. We're seeing very substantial inflation. It's very interesting. I mean, we're raising prices. People are raising prices to us. And it's being accepted. I mean, it's not... if we get... We've got 9 home builders, in addition to our manufactured housing thing, and then operation, which is the largest in the country. So we really do a lot of housing. The costs are just up, up, up. Steel. Also, man hört hier schon wirklich sehr genau heraus, gleich am Anfang. Er sagt, ja, Inflation ist eigentlich schon da. Das heißt eben, die Frage, ob jetzt Inflation eben kommt in diesem Jahr oder nicht, hat sich eben eigentlich erledigt, beziehungsweise hat er hier eben schon beantwortet. Und ich sehe das Ganze eben auch hier bei mir. Bei meinen Online-Shops sieht das Ganze eben so aus. Ich importiere sehr viel aus China und hier merke ich es vor allem bei den Transportkosten. Natürlich eben auch bei den Warenpreisen teilweise, weil eben die Rohstoffe teurer geworden sind, kann ich eben auch nicht mehr ganz so günstig die Ware einkaufen. Das Ganze wäre aber noch auszuhalten, muss ich sagen. Aber die Transportkosten, ja, ihr müsst euch vorstellen, normalerweise zahle ich für einen Container von China nach Hamburg ungefähr 1500 Dollar. Jetzt schaut das Ganze so aus. Diese Woche habe ich ein Angebot bekommen für dieselbe Strecke, denselben Container, allerdings für 7.000 Dollar. Also man sieht hier schon, die Transportkosten sind natürlich ganz stark auch gestiegen und das muss sich natürlich eben auch dann im Endkundenpreis irgendwo wieder widerspiegeln. Das heißt, auch hier steigen die Preise ganz stark an. Ja. Ja, er sagt es eben auch hier wieder, vor allem Langfristkontrakte, okay, die Firmen, die sich damit abgesichert haben, die können das Ganze noch etwas abfedern, aber eben auch hier bei seinen Firmen, die er hat, die eben wirklich auch in der Baubranche eben aktiv sind, ja, sieht man eben auch hier gerade, dass die Preise sehr stark gestiegen sind, eben vor allem Holz, Kupfer, Stahl und so weiter. Dazu gleich nachher mehr, ich zeige es euch dann noch. Und es ist ein Wahnsinn, man sieht hier, die Leute haben die Inflationsängste ja, derzeit und sind auch nicht unberechtigt und sind eben auch bereit, höhere Preise zu zahlen. Genauso wie er es am Anfang eben gesagt hat, ja, die Firmen, die ihm eben zuliefern, ja, verlangen höhere Preise, er verlangt höhere Preise bei seinen Firmen und diese Preise werden vor allem auch akzeptiert. Die Leute haben einen riesengroßen Nachholbedarf in eigentlich allen Bereichen, in der Reisebranche, in ja, Restaurantbranche, Ausgehen und so weiter und eben auch Konsumgüter. Ja. Also die Läden waren geschlossen und die Leute wollen wieder hinausgehen, sie wollen wieder konsumieren und haben eben auch etwas mehr sparen können in dieser Zeit, also im Großen und Ganzen. Ja. Schauen wir uns kurz an, die Preisentwicklung, hier vor allem der Holzpreis im Jahresvergleich, hier ungefähr 31% gestiegen. Man sieht es hier, das war schon mal mehr.
Allerdings hat sich das wieder etwas beruhigt, aber im Jahresvergleich trotzdem um 30-31% deutlich drüber. Also das ist schon sehr viel, muss ich sagen, und vor allem auch der Kupferpreis noch weiter gestiegen, 74%. Und mir war eben auch wichtig, euch dann noch zu zeigen, dass nicht nur diese Preise eben jetzt in der Baubranche und so weiter gestiegen sind, sondern eben auch hier Lebensmittel, also Kaffeepreis 61% gestiegen, was natürlich ein Wahnsinn ist. Ja. Und schauen wir uns jetzt hier an, die Inflationsrate in Deutschland 2021 ist eben hier jetzt einmal gerundet mit 2,3%. Wäre jetzt nicht so tragisch, aber man sieht hier in den letzten Jahren, war natürlich deutlich geringer. Und eben auch hier bei Statista.de sieht man hier schon ganz deutlich, wo eben hier der Trend hingeht. Jänner hat das ungefähr begonnen, ja. Davor sieht man in den letzten Jahren, war es natürlich hier etwas negativ, aber hier ganz stark eben angezogen, im Mai hier schon bei 2,5%. Und dazu möchte ich euch gern sagen, dass eigentlich hier diese Zahlen, die hier stehen, mit der realen Wirtschaft jetzt nicht so das große mehr zu tun haben, muss ich ehrlich sagen, weil die gefühlte Inflation eigentlich viel höher ist. Man sieht es eben auch hier, wie gesagt, bei Holzpreisen, Kupfer und so weiter, den ganzen Rohstoffen, dass die Inflation eigentlich viel höher ist. Ja? Und deshalb ist es eben wichtig zu wissen, was kannst du jetzt eben dagegen tun, wie kannst du dich dagegen absichern, dass dein Geld eben auf der Bank nicht weniger wert wird. Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Je nachdem, wie viel Kapital du zur Verfügung hast, kannst du natürlich verschieden darauf reagieren. Wichtig ist einmal zu verstehen, dass vor allem reale Werte, die eben nicht vermehrbar sind, eigentlich gut gegen Inflation schützen. Dazu zählen Immobilien, dazu zählen eben auch Aktien, allerdings nicht alle. Ich werde gleich noch darauf eingehen, welche eben da nicht dazu zählen. Und eben auch zum Beispiel physisches Gold oder manche meinen eben auch Kryptowährungen. Ja? Natürlich, der Bitcoin ist eben auch nicht unendlich vermehrbar, ja, und sollte eigentlich einen Inflationsschutz eben bieten. Die Vergangenheit hat leider nur gezeigt, dass der Bitcoin eben nicht korreliert mit den Inflationsraten. Da eben, ja, hat die Vergangenheit eben gezeigt, dass es eben kein guter Schutz gegen Inflation eben ist. Vielleicht ändert sich das Ganze in Zukunft, wer weiß. Immobilien ist natürlich nur für Leute wieder geeignet, die etwas Kapital eben übrig haben und eben sagen, gut, ich kaufe mir jetzt eine kleine Wohnung und so weiter und sichere eben hier so mein Kapital eben auch ab und verdiene vielleicht noch was durch eben Miteinnahmen. Ja. Bei Aktien schaut das Ganze wieder so aus, Wachstumsaktien, die gerade im Jahr 2020 sehr gut sich wieder erholt haben und sehr gut performt haben, die sind jetzt auch nicht wirklich als Inflationsabsicherung geeignet. Warum nicht? Da müsst ihr euch das Ganze so vorstellen. Wachstumsaktien, die Kurse dieser Aktien preisen zukünftige Gewinne eben ein. Ja? Und das heißt, Unternehmen, die eben heute gut verdienen, diese Erträge sind jetzt mehr wert als eben in der Zukunft, wenn die Inflation dementsprechend eben hoch ist. Das heißt, 1 Euro heute ist eben 1 Euro wert und 1 Euro in einem Jahr ist eben von der Kaufkraft her nicht mehr 1 Euro wert. Und deshalb sind eben Wachstumsaktien nicht wirklich für Inflationsabsicherung geeignet, sondern eher zum Beispiel Unilever oder Nestle oder Louis Vuitton, Moët Hennessy zum Beispiel oder Kraft Heinz, ja. Also wirklich Konsumgüteraktien, die eben hier, oder auch Immobilienaktien, jedoch eben nicht welche, die vielleicht Bürogebäude jetzt überproportional im Portfolio eben drinnen haben. Ja, das heißt, man muss ja schon aufpassen und schauen, welche Sachen bzw. welche Assets eben diese Aktien eben auch selbst in der Firma eben drinnen haben. Ja. Und gerade zum Beispiel eben auch Luxusgüterkonzerne wie Louis Vuitton, Moët Hennessy, die haben eine sehr starke Markenkraft. Das heißt, sie können eben auch höhere Preise durchsetzen. Die Margen sind sehr hoch
und können eben auch durch das die Inflation eben besser abfedern. Ja, das heißt, es geht immer darum, wie stark ist die Marke, in welcher Position ist die Firma, wie leicht werden höhere Preise vom Konsumenten eben akzeptiert, und umso besser eignet sich eben diese Aktie als Inflationsabsicherung. Ja. Das heißt, jeder muss irgendwo wohnen, jeder muss irgendwo essen und so weiter, und das ist eben eigentlich die einfachste Inflationsabsicherung. Das ist jetzt nicht gesagt, dass eben diese Aktien nicht auch jetzt einmal nach unten gehen können. Ich nehme an, in naher Zukunft wird die USA zum Beispiel die Zinsen erhöhen, um jetzt diese Inflation vielleicht etwas einzubremsen. Und das schadet wiederum eben auch den Wachstumsaktien, die eben sehr viel Fremdkapital eben drinnen haben. Und somit wird eben auch der Wachstumskurs dieser Unternehmen eben etwas gebremst und vor allem eben auch teurer. Ja? Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm einen Daumen nach oben, schreib deine Fragen und eben deine Kommentare unten in das Video hinein und vergiss nicht eben den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Video.